Anstatt die sich freuen, dass wir da den Kroko-Viech fertig gemacht haben. Nee. Können sie jetzt eine Tasche draus machen oder mehr? Verkaufen. Sind Sie für heute Nacht fertig, Sir? Soll ich das Weihnachtsessen aufwärmen? Oh, nein. Lecker. Es wird eine lange Nacht, Alfred. Ich bin gerade einem menschlichen Krokodil begegnet. Guck mal, wie lange das am Laden ist, ne? Weil mir gerade alles noch vermatscht war. Angesetzt. So. Direkt mal lesen. Wir haben hier was Neues hier. Bah, Profile, Killer-Krok, wo ist er denn? Wir haben kein Killer-Krok-Profil. Was ist das denn? Kein Killer-Krok-Profil, das kann nicht sein. Fallberichte. Datenbankorte. Hallo. Wieso habe ich kein Krokodil bekommen? Das macht keinen Sinn. Komisch. Warte, 8 Profile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, gibt's da nicht. Aber wir haben eine Figur oder so bekommen gerade, stand da. Da weiß der Teufel. Ja, ist egal. Hallo. Ach, Stufenaufstieg. Erreichen einer neuen Stufe. Erhältst du einen Verbesserungspunkt. Hiermit können Verbesserungen freigeschaltet und Batmans Fähigkeiten und Ausrüstung verbessert werden. Wähle eine von 3 Verbesserungskategorien. Nahkampf, unsichtbare Jäger, unterstützende Verbesserung. Eine Reihe von Ausrüstungsverbesserungen und Kampftechniken. Okay. Verbesserung für den lautlosen Kampf. Kampfverbesserung. Was gibt's denn da? Gesperrt. Jede Kategorie hat ihren eigenen Verbesserungszweig. Investiere zuerst Punkte in die Basisverbesserung, um höhere freizuschalten. Je weiter du in einen Zweig kommst, desto mächtiger werden die Verbesserungen. Wähle nun eine aus. Damit hier. Kampfpanzer. Widerstand gegen Nahkampfangriffe 25% besser. Und achso, das ist hier kugelsichere Weste. Dann machen wir erstmal hier. Erstmal die Rüstung hoch, ne? Fett, ey, wir haben 25% mehr Rüstung jetzt. Geil. Und da können wir als nächstes kaufen dann. Dann hätten wir 50, hier dann 75 und dann, ja. Und dann geht's hier irgendwie weiter und, ach, guck mal hier. Spezialkombo runter. Alter, was das hier alles gibt, ne? Boah. Achso, manche schließt man auch erst mit der Zeit ab, wenn man im Story-Modus weiterkommt. Da gibt's ja eine Menge, ne? Analysiere die Speicherkarte. Okay, wo ist denn der Computer? Hier, ne? Das ist doch der Computer hier, oder? Ah ja. So einen habe ich auch hier stehen, wo ich meine Let's Plays mache, ne? 20 Monitore mindestens. Wo kannst du ausgehen? Auftragskiller, Sir. Und mehrere davon? Stimmt, genau. Und das wissen Sie aus dem Mund eines Krokodilmanns? Sein Name ist Killer Croc. Und er sitzt schon hinter Gittern. Puh, sein Zellengenosse, tut mir leid. Mir nicht. Jetzt will ich wissen, wem diese Drohne noch gefolgt ist. Jeder von Ihnen kriegt einen Umschlag. Sie müssen ausgeliefert werden. Guck mal, da ist so eine Liste alles an der Wand. Auftragskiller. Da die Firefly. Besten im Geschäft. Black Mask scheint es wirklich ernst zu meinen. Slade Wilson, Deathstroke, Ex-Militär, Teilnahme an gescheitertem medizinischen Experiment. Gescheitert, sagen Sie? Garfield Linz, alias Firefly. Körper zu 90% verbrannt. Seine Besessenheit wird noch sein Ende sein. Was bestimmt nur auf ihn zutrifft. Dieser Name sagt mir nichts. Copperhead. Komisch. Diese Berichte erwähnen einen Mann, keine Frau. 14 Ausbrüche, ha? Dann versuch doch mal hier. Was zum... Das ist eine Frau. Floyd Lawton, alias Deadshot. Soll ein erfahrener Scharfschütze sein. Wie zum Himmel? Bedeutender Attentate verdächtigt. Gefährlich, ja, aber leichtfertig. Mit so einem Schild. Straßenschläger namens Lester Baczynski. Nennt sich selbst den Electrocutioner. Schockierend. Shiva. Ihr Geschick ist unerreicht. Oh, die macht uns Konkurrenz im Kampfstyle. One night to kill the bad. Oh, was war das? 50.000 Preisgeld. Bane. Hier. Ja. In Gotham. Bane ist irgendwie in jedem Teil dabei. Warum sollte er als Auftragsmörder arbeiten? Anstaltsleiter Joseph? So muss Black Mask ins Gefängnis gekommen sein. Er nutzt Folter zur Einschüchterung und zum Vergnügen. 8 Killer sind hinter Ihnen her. Was werden Sie nun tun?
Ich werde herausfinden, wer die Drohne gelenkt hat und alles erfahren, was sie wissen. Und danach finde ich Black Mask und mache dem Ganzen ein Ende. Da haben wir was vor uns. Auch wenn es wohl offensichtlich ist. Stadt der Killer. Aber Ihnen ist schon klar, dass, da wir beide als Einzige die wahre Identität Batmans kennen, all diese Killer scheitern werden, wenn sie einfach heute Nacht hier bleiben. Sie werden Unschuldige gefährden, um mich anzulocken. Das kann ich nicht riskieren. Und Sie halten es für eine bessere Idee, sich selbst in Ihre Fadenkreuze zu begeben? In Gotham gibt es nur eine Person, die an sowas herankommen kann. Der Pinguin. Er hat Black Mask beschattet. Ihr nächstes Ziel, ein Treffen mit Pinguins Männern am Jezebel Plaza. Ich bringe sie zum Reden. Freigeschaltet Charakterprofil Killer. Okay, wer ist ein Killer? Alter! Das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Außer Killer Croc, weil wir den gerade gekillt haben. Die anderen lassen wir uns überraschen. Boah, hier, Killer Croc, verdammt. Waylon Jones, Rufsabbrecher, gelb. Haarfarbe, ja, keine. Schuppenfarbe müsste ja stehen, wäre schwarz. Größe 2,95, Alter. Kommt hin. Mindestens 386 Kilo. Also das war, was die Waage wiegen konnte, wo sie den draufgestellt haben, doch die ist danach dann zusammengebrochen. Bessere Waage hatten die nicht. Hätten so eine Elefantenwaage nehmen müssen. Instinktiver Jäger mit geschärften Sinnen. Sein Erscheinungsbild ändert sich fortwährend. Okay. Laut seiner Krankenakte leidet Jones an einer seltenen genetischen Störung. Epidermolytische Hyperaktose. Die Krankheit führt im Normalfall zu einer Verschuppung der Haut, doch Jones' Mutation geht darüber hinaus. Ja, so ein bisschen. Es stimmt, dass seine Haut so stark verhärtet ist, dass sie kugelsicher geworden ist, doch der Rest seiner körperlichen Veränderung ist nicht zu erklären. Seine Größe, seine Zähne, die verkümmerten Finger, das Ausmaß, in dem die Krankheiten ihn betrifft, deutet darauf hin, dass seine Form der Krankheit entweder einzigartig ist oder das Ergebnis einer absichtlichen genetischen Manipulation. So oder so machen ihn seine Stärke und Wildheit zu einer immensen physischen Bedrohung. Die haben ja eine Möglichkeit außer Acht gelassen. Da war irgendein Afrikaner oder so, oder keine Ahnung, oder irgendein, Ägypter. Da gibt es auch Krokodile. Und da war einer so geil, der hat einfach das nächste Krokodil genommen und ist mit denen getrieben. Und das Krokodil war weiblich und das kam dabei raus. Ich finde, das ist noch die logischste Erklärung, wenn ich mir den hier so angucke. Ja, so muss das sein. Also Kinder, nie mit Tieren komische Sachen anstellen. Da kommt nur Scheiße rein. Wenn Sie Ihre Meinung ändern sollten und lieber trainieren wollen, lasse ich Ihre Trainingseinrichtung aktivieren. Kampftrainingsherausforderung freigeschaltet. Ach so. Verhöre den Waffenhändler des Pinguins. Was haben wir denn hier? Maskierter Hut. Ah, da ist Kalenderkiller bei der Nummer 3. Nummer 1 ist I'm an innocent businessman. Maroni, was weiß ich, kenne ich nicht. Okay, wo war hier irgendwas mit Herausforderungen, hat er gesagt. Auf der Karte. Ah, da. Trainingskonsole. Nutze die Konsole, um auf den Herausforderungsmodus und das Kampftraining zuzugreifen. Sollen wir das machen? Wir machen es einmal, denke ich, um zu gucken, wie wir hier... so ein paar mathematische Formeln. Ja, das Ergebnis da ist richtig, habe ich mir eben ausgerechnet. Hierher geht's nicht. Wo ist denn die doofe Kampfhöhle? Muss ich hier runter? Nee. Hör mal, wo muss ich hier her? Oh, ey. Oh, fliege fast runter. Ich glaube hier, ne? Ah, ja, hier ist doch richtig, hier. Ah ja, guck mal. Trainingskonsole zugreifen. Laden. Guck mal hier. Weil ich vorbestellt habe, kann ich auch mit Deathstroke spielen. Cool. Also einen von denen, den wir fassen müssen, diesen Militärtypen. Aber wir nehmen natürlich Batman. Müssen wir das alles machen, ne? Kampftraining, Rang. Erhalte auf jeder Karte Medaillen für EP-Belohnung. Vergleiche dich in der Online-Bestenliste mit deinen Freunden und den besten Spielern der Welt. Ja. Ja, wir machen es mal einmal. Das hier können wir noch gar nicht machen. Ist ein X irgendwie oder nee. Weiß ich nicht. Machen wir hier. Neu. Kombo Multiplayer Experte. Free Flow Kampf. Kombo ausschalten. Hoher Multiplikator. Okay, machen wir mal. Einfach mal, um zu gucken, wie das genau ist. Ob wir da vielleicht auch in-game selbst irgendwelche Vorteile von haben. Ey, jetzt. Ich dachte schon, das kackt die ab.
Free-Flow-Kampf. Im Free-Flow-Modus haben deine Schläge eine höhere Reichweite, sodass du zwischen Gegnern hin und her springen und sie mit jedem Schlag umstoßen kannst. Alte ein Dreifach-Multiplayer, um in den Free-Flow-Modus überzugehen. Kombo ausschalten. Gib eine Spezialmanöver-Marke aus und drücke E, um ein Kombo ausschalten durchzuführen. Du erhältst Spezialmanöver-Marken immer, wenn du einen 8er-Multiplikator erhältst. Okay. Hoher Multiplikator. Führe ohne Gegentreffer 15 Schläge und konter nacheinander aus. Je höher dein Multiplikator, desto höher ist deine Punktzahl im Herausforderungsmodus und dein bla bla bla. Okay, das wissen wir ja. Also was müssen wir machen? Nicht getroffen werden. Genau, wir müssen hier zwischen die Gegner hin und her springen. Und einen 15-fachen Kombo sollen wir hier machen, ne? Ist ja kein Problem. Ah, verdammt, ich hab doch gedrückt blocken, aber da war der gerade da am Ducken, der Batman. Der ist ja dann zu faul, wieder aufzustehen. Na egal. Boah, aber wir haben doch eigentlich alle drei geschafft, oder? Oder? Ja, neue freigeschaltete Wurf, Blackgate. Ja. Alter, ach so, ich habe vergessen, E zu drücken. Okay, nochmal. Nochmal, wenn wir schon mal... Dann habe ich das hinter mir. Ja, oh, yeah, ey, nochmal, habe ich gesagt. Das belassen wir dann auch dabei. Das ist wohl so für... Kann ich neben den Let's Play mal machen, denke ich. Also, das interessiert ja keinen, dass ich irgendwelche Ranglisten abstauben will oder so. Vielleicht hierfür am Anfang ganz interessant, ne? Weil man dadurch die Steuerung besser kennenlernt und so, das Kämpfen lernt. Ey, jetzt brauchen wir ein 8er-Kombo, aber ohne getroffen zu werden. So, jetzt E drücken. Jawohl, Kombo. Komm, und jetzt haben wir alles geschafft. Bam. Bam. Du steckst auch gleich wieder Scheiße. Stirb. Perfekt. Jetzt haben wir alle, glaube ich, zwei hatten wir schon vorher. Ja, den haben wir jetzt nicht bekommen, aber ist ja egal. Weiter. Eigentlich müsste ich jetzt da alle haben. Oder muss man alle auf einmal holen? Ach, verdammt. Ach nee, guck mal, hier unten sind... Nein, ach, ist egal. Scheißegal. Mach ich nicht hier im Let's Play. Mach ich irgendwann allein, so zum Üben, damit das Let's Play irgendwie besser läuft. Außer ihr wollt das sehen. Könnt ihr mal zuschreiben, ob ihr das sehen wollt, aber ich glaube ja nicht. Gut. Finden wir den Pinguin und verhören seinen Waffenhändler. So viel lustiger. Wo ist denn hier der Ausgang? Hallo, wo ist Ausgang? Hier. Ich glaube, ich muss in mein Flugzeug rein. Ah, ich kriege Erfahrung durch den Herausforderungsmodus. Dann sollte ich das wohl doch ein paar Mal machen. Ach, Sir, mal. Um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Cool. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Was denn, Jezebel Plaza? Wähle ihr dieses Kartensymbol aus, um den Schnellreisepunkt mit dem Batwing anzusteuern. Perfekt, ey. Also, wo sind wir? Was ist das denn hier? Funkturm Bowery, Batwing Absturzstelle. Abwurfstelle, Absturzstelle. Stürzen ab! Ach, Alter, guck mal, wie groß das ist. Was ist das hier? Prisoner's Bridge. Achso, hier ist wohl irgendwie Gefängnis oder so. Oder hier ist das Gefängnis. Weiß ich nicht. Wie? Das ist nur die Welt? Achso, da sind wir. Oder wird die noch größer später? Ich denke mal, nach hier wird die noch größer hinterher, weil so groß ist es ja jetzt nicht, ne? Also, wenn ich da irgendwie in Assassin's Creed denke, da ist ja viel mehr los. Guck mal hier. Eingabe, schnell reisen. Perfekt. Abflug. Ja, ich will nicht wissen, was das Ding schluckt, ey. So steigt man aus. So nicht anders. Und das Ding fliegt automatisch weiter. Wir sind ja auch nebenbei Programmierer als Bruce Wayne, ne? Und deshalb haben wir natürlich Autopiloten programmiert. Ja, wir machen alles. Wir verkloppen die Bösen. Wir machen alles. Habe ich jetzt hier... Noch immer nicht.
Ja, ja. Bumm. Die GCR, Goffin. Was weiß ich, was. Also, wofür CR steht, weiß ich nicht. Warning, no trespassing. Ja, ist mir scheißegal. Hier ist doch einer. Ah, da unten. Bewaffnet. Oh, verdammt, ey. Wir hätten kugelsichere Weste skillen sollen. Aber was, wenn ihr mit jemandem darüber redet? Ich hab den Bottmaschen schon. Und die Geiseln. Siehst du das auch? Was zum Teufel ist das? Was ist das? Alle sterben? Ein paar Rauchbomben könnten meine Bewegungen verbergen. Ich muss nach oben aus der Gefahrenzone. Ja, wer nicht sieht, kann er nicht erschießen. Ja, perfekt, Rauchbomben. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Ja. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Aber einen Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Außer man kennt Batman. Aber wir sind ja hier noch ganz am Anfang. Deshalb kennt Batman keiner. Das fühlt mich gar nicht an. Ich finde auch mal schön, dass hier oben immer so Dinger für uns angebracht wurden. So, hier hängen. Wupp. Und jetzt. Komm her! Scheiß drauf, ich kündige. Wie viele Seile der Batman in der Tasche hat, denn dass die da immer hinhängen kann. So. Gedrückt halten, um vom Aussichtspunkt zu gleiten. Ja, da unten ist so ein Lüftungsschacht. Da gehen wir, denke ich, mal rein. Retten wir erstmal die Geiseln. Ich kann mich durch den Lüftungsschacht an den Geiselnehmer heranschleichen. Ja, genau. Den wir mit seinem Selbstgespräch, der Batman. War das der, der uns angeheuert hat? Ist der vielleicht sauer? Ausschalten. Ach so, das geht. Cool. Das ging früher, glaube ich, nicht. Gehen Sie sich in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mach ich. War doch nur ein einfacher Wartungsauftrag. Den Turm reparieren, rein und raus. Hallo. Ich brauche einen neuen Job. Du sollst ja Hilfe rufen und nicht deine Ecke kauern, oder nicht? Dieser Fisch kann nicht zuhören. Ah, da. Ausschalten durch die Wand. Also eine Holzwand. Komm da her, hallo! Bäm, mit dir hab ich ein Hündchen zu rupfen. So. Zack. Ich kann den Turm reparieren. Was immer Sie wollen, tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Wir haben eine Herausforderung geschafft. Perfekt. Aber wo sehe ich denn überhaupt die Herausforderung? Puh, habe ich ein Level? Nein. Geheimnisvoller Gesetzeshüter. Hä? Was ist das denn? Das ist schon wieder was anderes. WayneTech und Dark Knight System. Was ist ein Dark Knight System? Pff, schlimmster Albtraum. Ach so. Ach so, das haben wir geschafft hier. Und jetzt Rang 2. Führen einer einzigen Jägerbegegnung dreimal ein geräuschloses Ausschalten aus. Okay. Keine Ahnung. Halte beim Belegen links gedrückt, um hinter einen Feind zu schleichen. Drücke für, rechts, wenn das entsprechende Symbol erscheint. Schalte so drei Gegner aus, um die Herausforderung abzuschließen. Aber was ist eine Jägerbegegnung? Also wenn ich einmal drei Gegner treffe, muss ich alle drei, oder mindestens drei, wenn es können ja auch mehr sein, so von hinten halt so ausschalten, denke ich mal. Okay. Merken. So kriegt man dann auch noch mehr Erfahrung. Ein bewaffneter Gegner, ja, da oben der. So, Hallöchen. Ist hier Schnee oder was? Auch komisch. Ah ja, da oben ist der Kollege. Was war da irgendwas mit F halten? Das war so schnell wieder weg. Kannst du gar nicht lesen. Komm hier runter! Guten Flug! Ich bin Batman. So, tschüss. Der sagt nix mehr. Ah ja, da ist eine Tür. Öffnen. Also. Mainframe. Kontrollturm erreicht. Ja. Hoffentlich gibt es wieder diese Riddler-Rätsel. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Sake. Ah, könnte ich jetzt auch gebrauchen. Scanner. Ah ja, da ist doch irgendwas halten, okay. Ja, wir haben alles. David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, Techniker. Um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Ja, und sowas können auch die Polizei hier gebrauchen, solche Geräte. Ja, guck mal, was der alles kann, ne? Alter Schwede.
Ach so. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Tod durch Aufprall. Schädeltrauma. Aufprallenergie 1114 Joule. Ist anscheinend tödlich. Grund des Aufpralls durch Explosion weggeschleudert. Anmerkung: Explosion durch Zugangsklappe ausgelöst. Da steht auch alles bei dem Gerät. Was das alles berechnen kann, ne? Möchte ich auch haben. Da. Bestimmt eine Falle. Scannen wir mal das Ding. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird. Und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Alfred, ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Oh. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Gut, gut, aber... Alter, was ich schon sagen wollte, ihr guckt immer die Oberschenkel von denen an, ey. Was ist das denn? Boah, ey. Puh, ist ja nicht normal. Oh. Was soll ich hier untersuchen? Irgend so ein Tatort, ne? Links... Da war doch was, oder? Da drin ist doch was. Da liegt doch was. Warum hebt ihr das nicht auf? Ach so, können wir auch wegen des Rumlaufens machen. Okay, und jetzt gucken wir uns an, wenn er explodiert, wo die Karte hinfliegt, die er da benutzt. Ja, die habe ich schon gerade auf dem Boden gesehen. Wir mussten das nur nochmal machen, irgendwie mit dem Modus hier, warum auch immer. Naja, ist aber cool, das Feature gefällt mir. Dass man da im Prinzip die Zeit nach Belieben, laufen lassen kann und dann... Das hat halt auf, wie mir das scannt, könnte ja giftig sein. Städtische Zugangscodes. Sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Ja, dann nimm sie doch. Achso, 0. Benutzen. Sind Ihre Party-Snacks vorhanden? Oh, Radio, cool. Fehlt Ihrem Pfannkuchen das kleine extra an Süßigkeit? Zwischen Übertragung wechseln A und D. Achso. Nachrichten. Bezeifung, cool. Radio der Befreiung. Übertragung entschlüsseln. Durch Jünger von Luigi Galeani heimgesucht. Galeani war Anhänger der Philosophie, die als Propaganda... Wie ist denn der Code? Was ist denn bei 666? Ist ja der Teufel! Hallo, jemand da? Nein, schade. Hätte ja sein können. Hallo, ich habe doch die Karte noch gar nicht. Voll ist halt ein Scheiß. Gerät hacken. Ich habe die Karte wohl jetzt schon irgendwie... justieren. A, D. Achso. Unglück. Ah, unglücklich. Achso. Ja, tolles Passwort. Unglücklich. Oh, wir haben die Herausforderung geschafft, glaube ich. Schalte 10% der Datenbank frei. Dann ging ja schnell. Klettern. Raus hier! Zu viel Blut, zu viel Gestank, zu viele Tote. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Danger, do not enter. Och Mann, dann ist jetzt das Let's Play hier zu Ende. Ich darf da ja nicht rein, ist ja gefährlich, müssen wir wieder zurück. Oh nee, möchte ich aber auch nicht. Sollen wir mal einen auf Risiko machen? Komm, wir gehen aber durch. Auch wenn da steht, soll man nicht. Auch wenn hier Restricted Access ist, also nicht für alle Zutritt. Oh, guck mal. Da ist doch eine Falle, oder nicht? Ja, hier hacken wir auch mal. Wir sind wieder unglücklich. Sieh an! Der König, der Raufbolde persönlich.
Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Ah. Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Das wollen wir sehen. Ich denn nicht schaffe. Flugverbot. Was wird akzeptiert? Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. So viel dazu. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Also, perfekt. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Enigma, der ist doch Wildler, Mann. Wir kennen ihn doch schon. Okay, das hier können wir jetzt fliegen. Da noch nicht, warum auch immer. Puh. Ach so. Krimineller unter Verschluss. Ach so, jetzt haben wir hier hindere Enigma daran, sein belastendes Material zu veröffentlichen und Gothams Elite zu erpressen. Ja, okay. Haben wir schon wieder was Neues, was wir hier machen können in dem Spiel? Ja, ja, hier die ganzen... Ach so, weltbester Detektiv haben wir auch schon eine Herausforderung. Schalte, ach so, und die Datenbank freischalten. Oh. Hier gibt es sogar irgendeine Belohnung. Hier, was weiß ich, was das sein soll. Ein Titel oder so vielleicht. Sind wir in WoW oder was? Haben wir ein Level? Nein. Profile, ist hier jetzt auch Enigma drin? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, so, ja, ja. Ja, ja, mehr gibt's nicht. Ah, was war denn da auf der Karte? Ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Klar. Achso, hier kann man durch. Perfekt. Und hier, wo ist die Karte? Da war doch gerade hier. Was ist das denn da auf der Karte? Guck dir mal an. Hier, die. Netzwerk-Relays. Zerstöre alle Relays, um auf den Server in Enigmas HQ zuzugreifen. Ach so. Boah, ja, machen wir mal. Finde Black Mask, finde Pinguin, verhöre den Waffenhändler. Ja, 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 machen wir. Wo müssen wir dafür hin? Wir machen jetzt erstmal die ganzen Relays kaputt, denke ich.